Ja, wir erwarten, dass die Fed nächste Woche ihre Leitzinsen unverändert hält. Der Leitzinskorridor wird daher bei 5,25 bis 5,5% bleiben. Das wäre natürlich ein von den Märkten allgemein erwartetes Ergebnis. Und die spannendere Frage nächste Woche ist, ist das nur eine Pause im Zinszyklus der Fed oder ist die Fed bereits am Zinsgipfel angelangt? Wir sind im Lager derer, die glauben, dass die Fed bereits am Zinsgipfel angekommen ist. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Auf der einen Seite hat sich der Arbeitsmarkt bereits deutlich abgekühlt. Die Zahl der offenen Stellen fällt und der Aufbau neuer Arbeitsplätze hat sich deutlich verlangsamt. Die Nachfrage nach Arbeitskräften fällt also und deswegen ist der Gipfel bei den Lohnerhöhungen wohl auch schon überschritten. Zum Zweiten gibt es vermehrt Zeichen, dass der unterliegende Inflationsdruck nachgelassen hat. Verschiedene Indikatoren bestätigen das, obwohl die Inflationsrate im August nochmal angestiegen ist, weil die Benzinpreise vorübergehend stark angestiegen sind. Aber der unterliegende Preisdruck sollte weiter nachlassen, was der Fed es ermöglicht, stillzuhalten. Ja, bisher war der Prozess der Disinflation erstaunlich reibungslos. In alten Zeiten war es so, dass wellenhohe Inflation nur gebrochen werden konnten, indem die Fed die Wirtschaft in eine Rezession getrieben hat. Die nachlassende Nachfrage hat dann die Inflationsraten gedämpft. Bisher ist das anders verlaufen. Die Arbeitslosenquote ist weiterhin unter 4%, damit auf Vollbeschäftigungsniveau. Und der Rückgang der Inflationsrate in den letzten Monaten war daher erstaunlich reibungslos. Also dieses Mal gibt es immerhin eine gute Chance für die Fed, eine weiche Landung der Wirtschaft zu bewerkstelligen. Die Rezession ist gleichwohl noch nicht vom Tisch, weil wir glauben, dass einige Warnzeichen da sind, die darauf hindeuten, dass das Wachstum in den nächsten Monaten deutlich nachlässt. Auf der einen Seite wird der private Verbrauch wohl an Tempo verlieren. Die Amerikaner haben nämlich ihre Spartätigkeit schon deutlich reduziert, die Sparquote gesenkt und damit zum Teil den dynamischen Verbrauch finanziert. Die Sparquote liegt jetzt unter dem Vorkrisenniveau und es ist nicht zu erwarten, dass sie deutlich weiter fällt. Insofern wird der Schwung bei den privaten Ausgaben nachlassen. Ähnliches gilt auch für den Staat. Aufgrund extrem hoher Defizite in der jetzigen Konjunkturlage werden die Staatsbediensteten und die staatlichen Ausgaben wohl im nächsten Jahr den Gürtel enger schnallen müssen. Es wird da weniger Schub von der Fiskalpolitik kommen. Und zum Letzten ist es so, dass die Inflation zwar deutlich zurückgegangen ist, aber eben immer noch über dem Fed-Ziel von 2% liegt. Die Fed wird also noch nicht darauf vertrauen können, dass sie ihr Ziel bereits erreicht hat, weswegen wir glauben, dass sie ihre Leitzinsen auch erst Mitte 2024 senken kann. Wir erwarten daher eine milde Rezession Anfang 2024.